Hallo YouTube, hallo liebe Messerfreunde. Heute mal ein richtiges Unboxing von mir. Das heißt, die Post war da. Ich habe das nicht vorher ausgepackt und mir schon mal angeguckt, sondern ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, nicht was in dem Paket ist von Gigier, sondern vielmehr, wie es wirklich aussieht, weil ich kenne es nur von Fotos. Ja, ich habe mich spontan in Unkosten geworfen. Und hab mir ein Messer gekauft, was ich so gar nicht auf dem Plan habe oder hatte. Vielleicht kennt ihr es, ich kenne es noch nicht lange. Ich habe es mal im Internet gesehen, dann wieder vergessen. Und jetzt zufällig bei Gigier bin ich wieder drauf gestoßen. Auf Red Blade Knives. Eine amerikanische Firma, und die hat eins, beziehungsweise glaube ich mittlerweile zwei Messer. Und ich habe das erste Messer von Red Blade Knives gekauft, nämlich das Pig, also Schwein. Bin ich mal gespannt, wie sehr das wirklich ein Schwein ist. Aufmachen werde ich das Ganze standesgemäß mit einem Spyderco Calypso Junior. Das hat ja hier diese fantastische ZDP 189 Laminatklinge. Wahnsinnig scharf. Und für mich eins der für mich schönsten Spyderco-Messer. So, tada, da schauen wir mal, was wirklich drin ist. Da unten liegt die Rechnung. Und hier wird dann hoffentlich das Pick drin sein. Okay, es gibt also keine wirkliche Umverpackung zum Pick, sondern hier eine Cordura oder Nylon. Nylonholster. Ihr werdet, glaube ich, gleich überrascht sein, wie konservativ das Design ist. Ich bin es nicht, weil ich weiß ja, was mich erwartet. Okay, hier ist das gute Stück. Das ist das Pick. Und wenn es euch im ersten Moment nicht umhaut vom Design, dann kann ich das nur allzu gut verstehen. Mich hat es auch nicht umgehauen. Das war mehr so eine Liebe auf den zweiten Blick. Und zwar die Besonderheit bei dem Messer ist nämlich, dass die Klinge wahnsinnig dick ist, mit 6, ich glaube 3 mm Klingenstärke. Eins der Messer, die wirklich eins der Messer, die haben die dickste Klinge hat. Also ein Wahnsinnsteil. Dementsprechend schwer ist es auch, aber gut, das soll ja nur ein Unboxing sein. Mal kurz drüber geschaut. Diese Farbe hier heißt Ranger Green. Ist mal eine ganz andere Farbe, so ein bisschen ist Petrol rein. Ich bin echt baff. So viel schon mal. Klingengang, es geht sehr leicht, aber hört mal genau hin. Es quietscht. Unglaublich. Ein genaueres Video dazu wird sicherlich folgen, aber erstmal muss ich damit eine Zeit lang spielen und vor allem auch mal das eine oder andere gemacht haben. Es haut mich auf jeden Fall schon mal so vom ersten Eindruck wirklich um. Es ist kein Messer, wie gesagt, was durch seine Ästhetik einnimmt, sondern mehr durch sein Erscheinen, so ein grobschlächtiges Erscheinungsbild. Und das kriegt das Messer hier auch gut hin. Ihr hört, ich bin wirklich erstmal sprachlos. Ein Buff. Das ist übrigens ein wahnsinnig teures Messer, also für mich zumindest. Also es liegt so auf dem Niveau von Chris Reeve Messer. Ich weiß, das sieht man nicht. Aber das ist auch jetzt kein Blendermesser. Ja, wir schauen mal. Okay, das soll es schon sein. So viel erstmal zu Red Blade Knives. Hört sich ja auch erstmal brutal an. Aber ich werde euch dann bei Gelegenheit mal erzählen, wo der Name herkommt, sobald ich das Video dann auch fertig habe. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Habt viel Freude mit euren Messern. Bis bald, euer Alexander.